Heute haben wir uns hier versammelt, um das Ende des Zweiten Weltkriegs zu gedenken, mit welcher die entsetzliche Hitler-Diktatur beendet wurde. Leider sind wir heute Zeugen, dass wiederum ein Staat seinen Nachbar überfallen hat und mit Krieg überzieht. Es ist die Ukraine, die von der Russischen Föderation überfallen wurde. Wir sind gefordert, hier Solidarität zu zeigen. Österreich ist ein heute relativ reiches Land und kann infolgedessen vieles an humanitäre Hilfe Ukraine anbieten. Wir wahren selbstverständlich die militärische Neutralität Österreichs, aber im humanitären Gebiet, sowohl in der Ukraine wie auch in ihren Nachbarländern, wo viele hunderttausend Flüchtlinge, Kinder, Schwangere etc. sich befinden, zu helfen. Wir sind alle aufgerufen, heute zu tun, sei es die Regierung, was möglich ist, sei es die Regierung, sei es wir als Bürger. Im Laufe des Zweiten Weltkriegs haben leider viele Österreicher im Rahmen der Wehrmacht und der SS-Verbände zahlreiche Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen. Heute haben wir die Möglichkeit, diese Schuld unserer Väter und Großväter abzutragen. Gedenken Sie dessen und seien Sie großzügig und helfen wir der Ukraine und den Ukrainern, wo wir nur können. Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.